Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute werden wir hier diese 2 kleinen Module zur Mikroraumstation bringen. Wir werden sie nämlich umbauen in eine mobile Mikroraumstation. Das heißt, sie wird für uns Lasten zum Mond bringen und wieder zurückfliegen. Dazu verwenden wir die Atlantis 3, die 2. Version. Ihr seht hier, der Tank ist ein bisschen kleiner geworden. Ich habe die RCS-Düsen auch ein bisschen anders gesetzt. Und der Flug wird auch ein bisschen anders sein. Wir werden diese beiden Module zur Mikroraumstation bringen. Die ist in einer Höhe von knapp 300 Kilometern. Ist ein bisschen zu hoch für das maximale Gewicht der Rakete. Also das Maximalgewicht ist 60 Tonnen. Das kann die Rakete in eine Höhe von 200 Kilometern bringen. Deshalb brauchen wir hier ein geringeres Gewicht. Dieses Gewicht hier ist bei 48,4 Tonnen. Also ziemlich klein im Vergleich zu 60 Tonnen. Und ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. So, starten wir mal. Der Flug ist jetzt nicht unbedingt grundlegend anders, aber bisschen verändert habe ich den schon. Wir beginnen langsam uns zu drehen. Ich habe ein bisschen zu aggressiv gedreht, aber naja, egal. So, 13, 12, 11, 10. Ihr seht schon die erste Änderung. Wir fliegen bis 10%. Dadurch, dass die Rakete leichter geworden ist, brauchen wir einfach weniger Treibstoff. Können die 2. Stufe in eine höhere Bahn befördern. So, nebenbei, dieses Modul wird an die Rückseite, also da, wo die Solarmodule angebracht sind, angebracht. Wird dann natürlich die ganze Station zum Mond bringen und zurück. Und dieses Modul wird in einem Mondorbit verbleiben, wenn es mal sowas wie einen Treibstoffnotfall geben sollte. Dann können wir das nutzen und die Raumstation genügend auffüllen, um sie wieder zurückbringen zu können zur Erde. Ich versuche übrigens mit der Rakete nah an der Apoapsis, also dem höchsten Punkt zu bleiben, damit man effizienter fliegen kann. Also je näher man an diesen beiden Punkten ist, desto effizienter wird der Treibstoff verbrannt und hat dann natürlich auch mehr Schub. So, hier stellen wir den Schub auf 40%. Ich habe es nur gerade nicht hingekriegt. Moment. Da, 40. Wir lassen uns jetzt wieder durch die Luft segeln bis zu 10 Kilometern Höhe. Also eigentlich
wie immer. So, 12 Kilometer und Zündung. Ich verringere auch den Schub konstant und 200 Meter pro Sekunde schnell schalten wir die Düsen aus. Landeschub gestartet. So, wir werden langsamer und Landung. Perfekt, 0,5% Treibstoff übrig, also auf jeden Fall genügend. Dann setzen wir das mal als Ziel und sehen das wunderschöne neue Navigationssystem. Ich würde allerdings gerne warten auf einen etwas besseren Transfer, zum Beispiel das da. Wir müssen nur kurz ein bisschen warten. So, jetzt können wir uns einmal drehen. Und los geht's. Ich verringere den Schub auch konstant, damit wir einen besseren Anflug bekommen. Jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit. Ihr seht das hier an der kleinen Nummer da. Jetzt sollte es gut sein. Fokussieren wir mal die Rakete. Dann gehen wir zum höchsten Punkt. Der ist hier. Ich finde, die Knöpfe sind zu klein. Ich meine, so viel Platz braucht man jetzt auch nicht auf dem Bildschirm. Wieder fokussieren. Mal gucken, was draus wird. Meter pro Sekunde schneller werden. Wir kommen der Mikroraumstation jetzt ziemlich nah. Und schalte ich schon mal auf ein bisschen langsamer. Da ist sie auch schon in unserer Bahn. Ich muss scheinbar ein bisschen langsamer werden. So. Und jetzt entfernen wir uns wieder. Okay, ich verstehe das neue Navigationssystem noch nicht so ganz. Aber, na gut. So, jetzt nähert sie sich wieder an.
Ach, ich übernehme jetzt selber hier das Steuer. Nur ich finde die Mikroraumstation nicht mehr. Moment. Ja gut, dann muss ich mich doch noch auf den Computer verlassen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Das buggt jetzt irgendwie komisch rum. Ich glaube aber, weil wir uns jetzt, ja, wir nähern uns jetzt sehr nah. Da. Wir ziehen noch ein bisschen nach unten, um dann die Mikroraumstation einzuholen. Jetzt noch ein bisschen nach rechts. Drehen uns noch ein bisschen mehr nach rechts, jetzt aber wieder nach oben. Da ist sie auch schon. Noch mal ein Stückchen nach rechts und jetzt sollte es klappen. Bisschen den Aufprall verlangsamen. Und da sind wir angedockt. Wechseln direkt mal zum Modul, was später auf dem Mond sein, in einem Mondorbit sein wird. So, fliegen wir mal hier aus der kleinen Bucht raus. Und dann docken wir das ganz vorne an. Da werden auch später die ganzen anderen Module, die ich zum Mond bringen werde, angedockt. So, jetzt wieder ein Stückchen nach rechts. Und nochmal verlangsamen. Jetzt nach oben. Und angedockt, schön. Dann füllen wir jetzt mal alles auf mit unserem großen Tank der Rakete. 13% sind noch übrig. Gut, dann lassen wir die jetzt mal alleine und landen wieder auf der Erde. Ich warte allerdings noch ein bisschen, damit wir uns ein bisschen von der Raumstation entfernen. Ja, jetzt sind wir weit genug weg. Drehen und geben Gas. Drehen wir uns wieder. Solange können wir ja hier die Mission der ersten Stufe machen. Alles wie immer, keine Crashs. Meter pro Sekunde brauchen wir. Wir haben ein bisschen wenig Treibstoff. Merkwürdigerweise, beim Testen hat alles gut geklappt. Wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen effizienter fliegen, dann klappt das auch schon. Also zum Beispiel, als ich gestartet bin, hatte ich hier eine Apoapsis von 40 Kilometern schon. Das war ein bisschen verschwendet. Das hätte ich ein bisschen mehr zur Seite ziehen können.
Ja, lassen wir uns jetzt einfach durch die Luft segeln und warten. So, 5 Kilometer Höhe. Wir können uns jetzt langsam vorbereiten fürs Landen. Landebeine sind schon draußen. Mit den Erzählstößen warte ich noch ein bisschen. Bis jetzt. Und dann zünden wir. Wow, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Mit 0,7%. Also damit bin ich sehr zufrieden. So, dann machen wir die Erzählstüsen aus und wechseln hier zur nun modularen Mikroraumstation. Also wie gesagt, das hier kommt in einen Erdorbit, in einen Mondorbit. Und dann fliegen wir den Rest wieder zurück. Hier beenden wir die Mission erstmal und suchen wir uns jetzt einen Mondtransfer. Ach so, ja, natürlich. Man muss ja auch die diese anschalten. So, währenddessen bringen wir ein bisschen hoch, ein bisschen Treibstoff von dem Tank zum Tank der Düse. Damit der Tank natürlich die ganze Zeit voll bleiben kann. Ich versuche, möglichst niedrigen Mondorbit zu erreichen. So. Ja, ich würde gerne so 20 Kilometer haben hoch. 30, 24, 21. Ist okay. Da laden wir dann den Tank ab. Und ich speichere mal am besten kurz. Und speichern. Es gab nämlich einen Bug, oder es gibt den immer noch. Wenn man mit den RCS-Düsen sich dreht zum Beispiel und währenddessen noch Tank in einen anderen, also Treibstoff in einen anderen Tank bringt, dass dann plötzlich der ganze Treibstoff verschwindet. Also der wird noch gefixt, der ist noch nicht gefixt. Aber sicher ist sicher. Hier speichere ich nochmal. Selber Name wird dann überschrieben, weil ich es halt bis hierhin geschafft habe. Dann speichere ich noch mein Mondorbit ab, um sicher zu gehen.
Ja, da haben wir auch unseren schwachen Mondorbit schon erreicht. Ich würde aber gerne einen etwas ordentlicheren haben. Fliegen wir noch mal um den Mond herum. Bis hierhin. Oha, es war ein bisschen zu stark. So, lassen wir es so. Orbit speichern. So, der Tank ist schon leer. Jetzt befüllen wir mal das wieder, damit es komplett voll sein kann. Das ist leer, gut, dann fangen wir jetzt hier an. Wechseln mal und fliegen mal ein Stückchen weg, damit wir wieder nicht schon wieder andocken. Und setzen jetzt Mond als Ziel. Fliegen nochmal um den ganzen Mond herum. Genießen nebenbei noch die schöne Musik. So, 50 Kilometer, wir kommen. Sehr niedrig, ich weiß, aber es ist nützlich, um auch schwerere Lasten leicht zum Mond zu bekommen. So, Mond. Nochmal kurz speichern. Erde. Ja, genau, deshalb habe ich es gemacht. Erde. Dann fliegen wir mal zurück zur Erde. Verlangsamen immer weiter. Und beginnen dann uns zu drehen. So, jetzt am besten RCS-Düsen aus. Da sind wir bei den 50 Kilometern höher angekommen. Hier haben wir noch ein bisschen Treibstoff drin. Packen das erstmal alles in den hinteren Tank. 42% sind noch übrig, sehr schön. Und ja, da haben wir unsere Mikroraumstation, die jetzt mobil ist. Und da haben wir unseren winzig kleinen Tank, der unsere Mikroraumstation im Notfall wieder befüllen kann, damit sie wieder zurück zur Erde kommt. Ja, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.